Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Feuer, Glut und Herzblut. Ich bin heute nicht mit dem Nico hier und ich kann euch auch nicht verraten, welche Folgennummer das sein wird hier, weil wir das mitten in dem Messe-Special quasi mal dazwischen schieben. Aber ja, Nico ist nicht dabei. Ich habe euch aber einen Gast mitgebracht aus Düsseldorf. Meerbusch. Meerbusch, okay, das geht noch. Das ist sogar Kreis Neuss. Das ist noch vertretbar hier für die Kölner. Stell dich doch mal am besten selbst vor. Sag mal, wie du heißt, woher du kommst. Also Meerbusch wissen wir ja schon. Aber warum du jetzt in einen Grill-Podcast gelandet bist, das ist doch das Interessanteste. Jo, mach ich gern. Ja, erstmal danke, Martin, für die Einladung. War jetzt echt ein geiler Abend bis hierhin. Ja, absolut. Ja, wie heiße ich? Mein Name ist Christian Battel und heute bin ich hier bei dir, weil ich, ja, wir haben uns kennengelernt über Grillen, über das Thema Grillen, über genau. Einen Kumpel. Und ich habe einen Grill entwickelt, den Scotty. Und ja, deswegen sind wir zusammengekommen. Ja, mal eben, ich habe mal eben so einen Grill entwickelt. Genau, ich habe einen Scotty gebaut. Das ist, ich glaube, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt. Ich will da jetzt nicht irgendwen auf die Füße stehen, aber ich habe Wochen, wenn nicht Monate recherchiert, habe darauf auch ein Patent. Und Scotty ist halt so ein Edelstahlgrill, der wiegt 3 Kilo, kannst du überall mit hinnehmen. Ich liebe ihn und jetzt bin ich auf der Suche nach anderen coolen Typen, die den auch gut finden. Einen hast du zumindest schon mal gefunden. Deswegen, vor 2 Wochen haben wir Kontakt miteinander aufgenommen. Ich hätte dich sogar noch viel lieber noch eher hier im Podcast gehabt, weil ich habe die Fotos gesehen auf Instagram. Scotty Grill ist der Account, glaube ich. Ne? Ja, Scotty Grill, genau, auf Instagram. Und dachte, wir müssen sofort, so schnell wie möglich uns treffen. Das sagtest du dann nach einem Telefonat auch. Ja, genau. Sehr cool, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Wie kam das dazu? Also du wolltest diesen Grill bauen, was es nicht gab, aber für welche Bedürfnisse was war der Anlass, wo du gesagt hast, jetzt brauchen wir einen Grill, den man zusammenklappen muss? Also genau, ich habe Sport studiert und habe eigentlich so mit dem Grillen so viel zu tun wie viele andere auch. Ich liebe es zu grillen und ich mache halt auch gerne Feuerchen und so weiter. Im Endeffekt ist aber so, dass es immer Stress gibt, jetzt in Parks oder jetzt für mich als auch Angler, wenn du dann ein Feuerchen zündest, ja, hast du 2-3 Mal das Ordnungsamt hier, das ist unentspannt, das macht keinen Spaß. Ja. Bin mit den Kids viel unterwegs und im Endeffekt wollte ich so ein Teil haben, was ich im Rucksack habe, was nichts wiegt, was immer funktioniert, was vielleicht auch noch verschiedene andere Möglichkeiten hat, Feuer zu machen oder was zu grillen. Und so kam ich dann eben auf Scotty. Im Endeffekt war es aber so, also ich komme so aus dem Outdoor-Bereich, kletter gerne auf Berge, bin viel im Wald unterwegs und hatte eigentlich in dem Moment, wo ich das haben wollte, schon so ein paar Bilder im Kopf und habe dann wirklich 3 Tage quer durch die Welt im Internet recherchiert, wo ich denn so ein Ding kaufen kann. Und konnte es eigentlich nicht fassen, weil genau das, was ich mir so vorgestellt habe, war gänzlich nicht da. Das gibt es nicht. Aber das ist dann unvorstellbar eigentlich in dem Moment, weil man ja denkt, so, ja, das ist jetzt der Anwendungsfall und ich will den Grill kaufen. Genau, ich wollte den haben. So kam das dazu. Und danach der Recherche und man muss dazu sagen, ich war dann so auch am Zenit so meiner Sportlerkarriere. Ich bin 20 Jahre wirklich extrem Sport geballert und wollte irgendwie, jetzt bin ich 40, auch was anderes haben. Aber ursprünglich habe ich eine ganz andere Idee gehabt und habe da auch schon irgendwie schon geplant, das zu tun. Ja, und jetzt habe ich einen Grill gebaut. Ja, jetzt bin ich Grillverkäufer und bin mega happy. Und seit 2 Wochen, ne? Erst. Ich habe letztes Jahr April war die Idee. Also letztes Jahr April war letztendlich das Halleluja, dass es sowas nicht gibt und dann habe ich halt so langsam angefangen und wir sind jetzt, ja, knapp 20 Tage bin ich online mit meinem Webshop. Krass. Ja, www.scotty-grill.de EU.de geht auch, aber EU ist die offizielle und Scotty bitte mit K und I. Also so ein schöner skandinavischer Scotty. Wir verlinken es auf jeden Fall auch nochmal unter dem Podcast, damit ihr das ganz genau finden wird. Aber wir werden euch auch in den Instagram-Channel und so nochmal mit ein paar Fotos zuballern. Weil
Die ersten Bilder haben mich auf jeden Fall sehr geflasht. Also 3 mm dicker Edelstahl ist das, ne? Der Rost ist 3 mm und der Rest ist 1 mm. Ja. Und wenn man den Grill so sieht, der sieht wirklich sehr stylisch aus. Und das Erstaunliche ist, wenn man dann die Tüte sieht, wo das eingepackt wird. Und dann denkt man so, der Grill da rein, wie passt das? Vor allem Gasgrill, fand ich schon cool. Ich meine, man kennt schon so mal da und da, so ab und zu hat man so etwas sehr billige, so Metall-Zusammenklappgrills gesehen und so, was aber auch nichts Wahres war. Und dann kamst du heute da rein mit der Tüte und sie ist einfach echt noch kleiner als auf den Fotos. Das flasht einen total. Das Setup ist echt klein. Das ist der Wahnsinn, weil man kann quasi seinen Gasgrill im Rucksack dabei haben. Und grillen, das ist total geil. 40 Blatt in der 4, mehr ist nicht. Ja. So zusammengebaut. Es ist für Angler cool, Jäger, aber auch auf dem Balkon haben wir gerade gemerkt. Ne? Wir waren gerade auf der Terrasse. Du hast ja noch was Feines zum Trinken mitgebracht. Eifel Champagner. Ja. Und dann 2 Steaks und innerhalb von 5 Minuten konnten wir grillen und wir haben das Steak gegessen und wir haben dann dabei nett gequatscht. Und in der Zeit war der Grill wieder kalt, konnte zusammengebaut werden, wieder auseinandergebaut werden und dann kann man einfach weitergehen. Also wenn man irgendwie unterwegs ist, will was grillen, also ich bin da ganz hin und weg bei dem Grill. Also, ich bin auch, Ich bin sowieso total Feuer und Flamme mit dem Ding. Unabhängig, weil ich ihn jetzt hab entdecken dürfen, das freut mich natürlich doppelt. Aber zum anderen ist halt, wenn man so jetzt überlegt, was sind jetzt so die Zielgruppe oder wen sprichst du denn jetzt da als erstes mit an, damit er einen kauft oder wen zeigst du denn so ein Ding? Ja, und wenn du dann so überlegst, wer braucht es denn? Und dann ist ziemlich breit alles, weil ich würde es jedem gönnen. Zum einen ist ja so für die Jungs oder Mädels und die, sag mal, Sommergriller, schön Aachener Weiher oder am Rhein oder bei uns da um Rheinwiesen, ist egal. Zum einen hast du nur noch Ärger mit dem Ordnungsamt, teilweise muss ich sagen auch echt zu Recht. Also ich bin kein Verfechter von Holzkohle oder Feuer, ganz im Gegenteil. Es ist alles cool, aber zum anderen muss man sich halt überlegen, wenn immer mehr Leute rausgehen, gerade in den Metropolen, ey, ist echt richtig qualmig. Die Wiese ist echt ziemlich abgefackelt im Sommer. Die Grasnarbe zerstört, ne? Ja, gut. Und ich kann verstehen, dass die Stadtsheriffs dann halt schon auch hingehen und so ein bisschen aufpassen, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Und ja, Mülleimer, ganze Dreck und Wegwerfzeugs, ja, nur mal als Beispiel, kennt jeder die Bilder. Und ja, der Scotty ist halt so, den kannst du im Endeffekt super in die Tasche packen, du nimmst den mit raus mit deinen Kumpels im Park, der nervt nicht. Das heißt, du musst gar nicht grillen, dann wirst der Tag jetzt auch nicht versaut, nur weil du den jetzt die ganze Zeit mit dir rumgeschleppt hast, weil du es nicht merkst. Der ist so flach im Rucksack, kein Problem. Und dann kannst du den halt überall hinstellen, der wird unten halt auch nicht heiß, das ist auch kein Problem für einen Plastiktisch oder irgendwie auf der Terrasse oder es ist... Genauso aber geil, wenn du den jetzt im Park auf die Wiese stellst und wenn irgendeiner vom Ordnungsamt im Schimpfen ist, dann stellst du den halt auf deine Tasche demonstrativ, weil es geht. Ja. Da passiert gar nichts, wir haben heute auch auf der Tasche gegrillt und ja, insofern kann den jeder gut gebrauchen. Ich habe den im Kanu schon gehabt, im Kajak, ich habe den beim Klettern schon mit in die Berge geholt. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht total so, das ist so Mainstream, bisschen vorbei, aber... ist halt machbar und da wollen wir jetzt nicht die Welt verändern oder so, sage ich ja immer wieder, aber im Endeffekt hast du einen guten Kumpel, der heißt Scotty und wenn du Bock hast, was zu grillen, machst du den halt an und dann grillst du und dann machst du ihn wieder zusammen und dann läufst du halt weiter, so Feierabend. Ne? Ja. So ist das halt. Und braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Scotty in meinem Auto, falls man mal im Stau ist. Ne? Ja, auch geil. Total schwer. Auch geil. Ja, ich habe damit auch schon im Kofferraum gegrillt. Ja. ja, also deswegen... Ich finde schön, was man noch dazu sagen muss, weil ja auch bei 1 mm Edelstahl vielleicht der eine oder andere, der so denkt, oh, da verzieht sich vielleicht einiges. Also der hat im Sommer kein Problem, 320, 350 Grad oben auf der Fläche. Also der hat schon richtig Kraft und 2,3, 2,5 kW von bis. Und deswegen haben wir auch die Seitenteile, haben wir alle gebogen, ne, damit das eben auch Stabilität bekommt. Und somit ja, ist das eine relativ coole Sache.
ich würde sagen, solange du da nicht mit dem Träger drüber rast, hält dir ein Leben lang. Also ich wüsste im Moment nicht. Also ich habe schon echt, ich habe die schlimmsten Sachen schon damit gemacht, als wir den getestet haben. Okay. Im Fußball draufgeschossen, so Klassiker halt, ja. Ne? Weggekickt, einfach mal so, falls mal irgendeiner besoffen ist und sieht nicht, weil er ist halt auch klein. Wir haben den weggekickt, wir haben alles gemacht. Im Endeffekt ist das das Teil, mit dem wir jetzt gegrillt haben, ne? Und das sieht mal, echt noch richtig tippitoppi aus. Der sieht richtig gut aus, ja. Ich habe da richtig, also du kannst den Scotty halt aber auch nicht nur im Gasbetrieb verwenden, wo ich aber immer zu, das würde ich immer empfehlen, weil genau das macht ihn halt auch stark, das ist das Gas. Das macht schnell, sauber, Gas an, Gas aus und Feierabend. Aber wenn du mal kein Gas hast, kannst du halt auch Holzkohle reinschütten. Oder du kannst da drin halt auch ein Feuerchen so als quasi Holzschale nehmen. Dann nimmst du das Brennerrohr raus und das Abstrahlblech raus und dann hast du einen Brennraum und kannst nachher halt auch ein Rost draufschmeißen. Alles kein Problem, ja. Ja, und es gibt auch Garantie auf den ganzen Buddy, ne? Auf jeden Fall 5 Jahre auf dem Buddy. Ja. Brennerrohr, Gasschlauch und Tasche 2 Jahre gesetzlich, aber der ganze Buddy. Aber ich kann euch sagen, unabhängig davon, ich liebe das Teil, ich liebe diese Company, ich mache das alleine aus absoluter Überzeugung. Und ich kann mir heute nicht vorstellen, dass ich irgendwann irgendeinen Kunde ablehnen muss, weil ich sage, ey, so blöd kann keiner sein, das so jetzt so kaputt zu machen. Klar, irgendwann kommt der erste. Ja, mit Sicherheit. Aber jetzt gucke ich mir dann auch echt genau an. Ich glaube, ich trinke mal ein Bierchen mit dem, erkläre dir mal so ein Grillen und so. Genau. Also momentan ist so meine Politik, ey, wenn da was dran sein sollte, kann sich jeder gerne melden, weil ich möchte, dass jeder happy ist mit Scotty und das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin und ich bin da überzeugt, dass das auch machbar ist. Der ideale Grill quasi für überall daheim. Ja, absolut. Zum Mitnehmen. Ja, der Wahnsinn. Ja, du bist jetzt 20 Tage am Start damit. Mhm. Es gibt den bei dir im Online-Shop erstmal. Nur im Online-Shop, genau. Ja. Genau, da sind wir jetzt so ein bisschen, wir sind ja jetzt in die Weihnachtszeit auch gestartet. Ja. Das war so, zum einen waren die Grills halt auch dann fertig und zum anderen war es mir aber auch wichtig, dass ich jetzt vor der Grillsaison so ein bisschen auch noch ein bisschen Reichweite erzeuge, jedem davon erzählen kann, dass jeder das mitbekommt, dass wir auch die Marke Scotty platzieren können, dass die vielleicht jeder auch schon mal auf dem Radar hatte, der sich da für interessiert. Und dass ich dann echt auch gut vorbereitet bin für die kommende Grillsaison, wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder rausschießen und dann... Dass du direkt dann mit der Marke am Start bist und nicht sagst, oh, die Grills kommen erst in Monat. Oh Gott, und funktioniert denn alles und ist die Qualität gut oder ist irgendwie was scheiße oder weiß der Deibel? Nein, also deswegen alles gut, ich bin entspannt, ich mache das auch ganz alleine, ich habe keine Investoren oder sonstiges, sondern hier komplett Tabula Rasa, Hose runter und glaube an das Ding und ich liebe es und ja... Ich glaube, ich glaube, es wird gut. Mich hast du auf jeden Fall heute sehr überzeugt. Das ist schon ein kleines Steakmonster. Mit der Flexibilität einfach, den mitzunehmen, auseinanderzubauen, so schnell. Geht schnell. Dieser Grill hat halt so seine eigene Nische gefunden, ne, damit. Vor allem, wenn man vergleicht, wir haben noch gar nicht über den Preis gesprochen, der liegt bei 159. Genau. Ist ja auch ungefähr auf dem Niveau von diesem Weber Go Anywhere. Absolut. Ohne die Flexibilität, also ohne so im halt. Ja, und Einfachstahl, ne? Ja. Einfachstahl, also will da keinem zu nahe treten. Das Qualität ist halt die eine so und die andere so. Ich wage zu vermuten, dass ich mehr hinlege pro Stück. Ja. Aber ohne es zu wissen. Ja, also, aber ich meine, so von der Größe sind die sehr ähnlich, ne? Die sind sehr ähnlich, aber im Transportmaß ist es einfach eine komplette, ist eine ganz andere Welt. Genau, das ist das Ding halt, ne? Weil die Leute holen sich ja eigentlich auch ein Go Anywhere, weil sie eben halt nicht viel Platz mitnehmen wollen. Ja. Und wenn sie das gleiche Geld schon direkt deinen nehmen können, der quasi nichts am Platz wegnimmt. Das ist ja das Geile, ne? Das ist so, kannst du ihn auch einfach mal auf Verdacht mitnehmen, so. Ja, aber das war ja genau da bei meiner Recherche der Punkt, also diese portablen Gasgrills und dann bin ich eben, dann das Ergebnis war letztendlich, dass das wollte ich halt nicht haben. Also ich habe mir das anders vorgestellt, weil es einfach zu groß ist. Ja, als ich angefangen habe, das Ding mir Gedanken zu machen, da habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, da war zum Beispiel Funktion vor Design. Ja. Weil ich halt, ich bin so ein Waldcouch, habe einiges an Equipment durch und für mich ist echt absolute Horror. Da waren auch teure Sachen dabei. Wenn du irgendwo draußen bist, hast keine Alternative und dann geht's nicht. Und das ist echt, kennt der eine oder andere vielleicht genauso. Deswegen auch kein Piazzo. Ihr müsst dazu ein Feuerzeug haben, ein Streichholz, ein
Feuerstahl oder was auch immer, wir können dann anmachen, aber zumindest kann nichts kaputt gehen. Ihr könnt es nur vergessen. So, das zum einen und zum anderen gerade so bei den Go Anywhere, das sind halt genau die Sachen, die ich gefunden habe bei meiner Recherche. Wer ruft um die Uhrzeit im Büro an? Ja, da will ich auch mal deine Frau wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Die will wissen, was los ist, ey. Flugmodus ja. Steht, das ist klar. Ja. Ja, und bei dem Go Anywhere ist letztendlich so, dass es halt, das sind genau die Teile, die es halt schon gibt. Das Problem, was ich hier einfach sah, das ist letztendlich, ich krieg das nicht in den Rucksack rein. Ich kann damit nicht wandern gehen, effektiv. Also auch so ein Go Anywhere oder was es halt sonst noch gibt an Alternativen. Gibt ja noch andere portable Gasgrills, die auch hervorragend funktionieren. Nur, du kriegst sie nicht verpackt. Und das ist genau, das ist letztendlich genau der Punkt. Aller Punkte, das muss halt klein sein, da musst du Bock drauf haben, das in den Rucksack zu stecken und auch im Notfall gar nicht grillen zu müssen, aber trotzdem auch einen guten Tag zu haben. Absolut, und das ist, der Weber heißt zwar, glaube ich, Go Anywhere, aber deiner ist dann die... Ultra, Go Anywhere. Ja. Ja, der macht das dann wirklich wahr. Also, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, das ist nicht auf der Aufnahme. Ich kann mir einfach nur super gut vorstellen, ne, wenn meine Frau sagt, ich gehe mit den Kindern irgendwie, wir gehen hier an den Rhein, Beachvolleyball spielen, keine Ahnung was, dann nehme ich den mal eben mit, hole mir noch schnell Fleisch und kann einfach grillen. Das ist nicht so das Ding, oh, jetzt muss, wie kriegen wir den Grill da mit hin? Ne, dann, wenn dieser Gedanke einfach schon weg ist, wird man einfach viel mehr grillen dadurch und hat einfach die Möglichkeit, flexibler zu sein. Ja. Absolut. Also ich kann wirklich nur von mir persönlich, gut, ich hab's nicht, ich verkaufe das Ding, aber vielleicht glaubt mir trotzdem jemand, das ist ein Grill, der ist so klein, der ist so schnell aufgebaut, der ist so schnell, so heiß und das ist wirklich so einfach und danach ist er halt auch schnell gereinigt, das heißt, wir zerlegen ihn ja einfach auch immer. Du kannst ihn einfach ganz schnell sauber kriegen, ob das jetzt schön ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber es sind alles flache Teile, Akkupads, zack, peng, an Waschbecken, kurz mal drüber und das Ding sieht fast aus wie neu. Und ja, ich habe ja deinen Grill gerade gesehen, also den schon... über 100 Mal, der locker gegrillt, der hat alles hinter sich. Mega. Und also schlimmer als bei mir wird es bei euch nicht gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Hier die obligatorische Frage, wie kommst du auf den Namen Scotty, musst du glaube ich auch noch stellen. Ja, auf jeden Fall, also da gibt's eigentlich auch keine großartige, also okay, wo fange ich an? Ich hatte zu Beginn seriöse Namen, ich hatte andere Namen, solche Namen, wieder andere Namen und mein Fehler war es, dass ich immer meinen Freundeskreis dazu befragt habe, wie sie denn den Namen finden. Ja, das ist der Mega-Kill. Ja. Der eine findet's geil, der andere findet's super scheiße und so weiter. Und das, lässt man sich das schlecht reden und so, ja. Das hat sich dann halt zugespitzt. Das hat sich so lang zugespitzt, ich habe bei mir halt so eine Holzhütte bei mir. Das ist so ein bisschen mein Büro. Da ist ein kleiner Ofen drin. Da bin ich abends, ist mein so meine mein Bierstubel, mein Urlaubsding, mein alles halt. Und da sind wir mich abends mit dem Kumpel rein, da haben wir uns so lange Bier reingehauen, bis wir den Namen hatten. Und der ist halt auch Designer, also so, der kann das programmieren, kennt sich gut mit Photoshop aus. Dann sage ich ja genau, Scotty, ja super, ja und da dann auch noch ein Hund, ja super, ja geil, ja Rakete, alles dran, fertig. Ja und dann war der Logo fertig und das habe ich auch genauso durchgefunkt und habe keinen mehr gefragt. Mega, also das sieht sehr gut aus. Ja, also der Hund mit der Rakete hinten drauf. Man muss die Welt ja auch nicht so ernst nehmen. Absolut. Grillen ist auch eine Spaßsache, ne? Ja. Und deswegen passt das sehr, sehr gut dazu. Ja. Das soll locker fluffig sein und nimmt das alles nicht zu ernst. Wie gesagt, klar, Funktion und Sicherheit ist absolut oberste Priorität. Aber Name war mir nur wichtig. Zum einen musst du ja mal überlegen, wenn du sowas im Web als Adresse irgendwann mal haben willst, da musst du ja allein schon suchen. Und da war noch der nächste Zufall wieder und Glück vor allem, weil Scotty wird ja, den schreiben wir ja mit K und I. Mhm. Und da gibt's halt, ja, da gibt's ein Kinderbuch, irgendwas, und aber Webspace ohne Ende. Ja. Und was auch noch wichtig ist, die Company, und das ist wirklich auch, das ist die Grundphase von dem Ganzen, was ich hier mache und warum ich das mache und wie ich es auch mache vor allem. Die Grundphase, meine Company heißt Fans Cup. Oder Fenska, wie die Skandinavier sagen. Mhm. Und das ist nichts anderes als Freundschaft. Ah, okay. So, und deswegen gehst du grillen, mit einem Arschloch gehst du nicht grillen.
Das ist einfach so. Absolut, ja. Und genauso will ich halt alles aufbauen, genauso baue ich es, genauso führe ich es, genauso gehe ich auch mit allen um, die damit an dem Projekt beteiligt sind. Auch die seid alle großartig, ich liebe es. Vielen Dank für eure Hilfe und genau. Du hast ja auch gerade noch das gesagt mit Sicherheit und sowas. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Über die Gasprüfung. Ja, die genau. Gute Gasprüfung. Schön. Das war einer meiner ersten Fragen in unserem Telefonat. Und ja. Der Grill muss ja auch irgendwie zugelassen sein. Ne? Ja, Kesseldruck, gasbetriebenes Küchengrillgerät ist die DIN. Ach, hat auch irgendeine Zahl noch dahinter stehen. Im Endeffekt ist es so, dass ich auch hier wieder mit Glück ranging. Ich habe experimentiert, gebaut, getestet und so weiter, war mega happy. Ja, und so kam es irgendwann halt dazu, dass wir das Ding serienreif hatten und mussten dann ja unser CE uns aneignen. Und genau, und da war ich bei der DVGW in Karlsruhe, das ist eine staatlich verordnete Stelle in Deutschland. Ja. Hochgradig akribisch und mega lieb. Danke, Frau Kaltenmeier. ja, zum einen hätten die das Ding da total zerpflücken können und ich hätte es in die Tonne schmeißen können, hätte mir irgendwas anderes gesucht dann für meine Zukunft. Scotty ist einfach durchgewandert. Er hat alles bestanden, ohne dass ich mich darauf jemals vorbereitet hätte. Da gibt's Abgastests, Materialabstriche. Dann, ey, schlag mich tot, das glaubst du nicht. Dann hast du aber richtig Glück gehabt, ne? Das ist eine europäische Baumusterprüfung, der Name sagt's halt schon. Uah, erstmal Gänsehaut. Ja. Und alle Mega-Fans von Scotty, alle sehr haben schön. Das Ding adoptiert und alle haben natürlich auch schon einen. Ne? Ah, perfekt. Auch sehr geil, ja. Finde ich super und... ja, ist auch so eine Stelle, wenn du da dann reinkommst in diese Testlabor, da fliegen erstmal die ganzen Handtücher, ne, über irgendwelche Prototypen, die da in der Ecke rumstehen, ne, die ja gerade zum Testen sind. Und okay. Das ist echt krass da. Und genau, ja, das ist ein richtiges Labor, das hätte ich nicht gedacht. Also geht's richtig ab und genau. Und ja. Apropos Labor und Testen, wir müssen natürlich auch testen, wie die Hitzeverteilung ist. Ein bisschen haben wir jetzt schon was gesehen. Du hast uns mir gezeigt, es gibt so ein Stück, das ein bisschen frei ist, genau. Wo man die Sachen ziehen lassen kann. Und ansonsten wird der seine 320 Grad heiß. Du hast Rumpsteak und Filet mitgebracht. Das konnten wir super schön scharf anbraten. Das hast du heute gemacht für uns beide. Ja, logisch. Und dann einfach in diese 10% Zone reingeschoben. Grill ein bisschen runtergedreht und dann perfekt medium rare schön ein bisschen ruhen lassen. Ziehen lassen. Also das kann man alles damit machen. Genau, das liegt halt daran, gesetzlich verordnet ist halt hier ein Kontrollanzündloch, weil, wie gesagt, kein Piazzo auch da ist. Damit zieht halt an der Stelle so der Grill ein bisschen mehr Frischluft ja. Und dann haben wir in dem Bereich halt, in der Zone haben wir da meistens so ein bisschen, auch Hitze, aber nicht ganz so hohe Hitze und ist halt ideal, um dort jetzt nicht alles komplett wegzufackeln, sondern da kann es halt ein bisschen ruhen. Ja. Und ja, ergibt sich im Endeffekt als ideal, ist aber im Endeffekt auch verordnet, da wir, das muss halt sein und somit ergibt sich das. Das wird sich später dann aber mit Deckel auch nochmal ein bisschen neutralisieren, da muss man dann nochmal ein bisschen gucken und vielleicht einen Deckel mal ab und zu mal runternehmen ja. Und gucken. Ja. Aber ja, alles gut. Also wie gesagt, einfach, easy, peasy, schnell aufbauen, grillen, keine Wissenschaft, Zeug drauflegen, fertig nee. Machen, essen, ist Edelstahl alles, hält lange, kühlt super schnell ab, hast heute gesehen, 10, 15 Minuten, kannst den verpacken, es passiert gar nichts mehr und bist halt schnell auch wieder von der Fläche, wenn du es denn willst, heißt nicht. Was wir jetzt zum Beispiel machen, wenn wir mal längere Sit-ins haben mit einem Kumpel oder so, dann machen wir den zwischendrin halt aus. Meistens haben wir da irgendwie geil Würstel mit Currywurst oder so dabei. Ja. Aber wenn da einer dazukommt, schmeißt das Ding salopp an, macht dem eine Wurst, macht dem eine Currywurst, macht es halt wieder aus. Wenn nachher irgendwie einer wieder eine Wurst haben will, dann mache ich den wieder an, dann kriege ich eine Wurst und mache ich ihn wieder aus. Ne? Also der ist sehr schnell sehr heiß. Sehr cool. Ja, also ihr wisst Bescheid, ne? Ihr habt wahrscheinlich schon alle einen Grill zu Hause, aber der Trend geht ja zum Zweitgrill, vielleicht zum Drittgrill. Ja. Bei mir wäre das so, ist das so vielleicht Nummer 10 oder 11, ich muss weiß gar nicht. Neue Garage anmieten. Ich verteile das inzwischen so ein bisschen. Ja, genau. Nee, aber das ist ein Grill, der auf jeden Fall sehr nah immer bei mir sein wird, weil ich ihn einfach mitnehmen kann. Und es mir einfach so doll ermöglicht, einfach noch so spontan in den Nischen quasi noch grillen zu können. Das ist einfach, ne, wenn du weißt, du bist irgendwie mit einem Auto 2 Tage unterwegs, dann packst du den in ein Auto, der nimmt keinen Platz weg. Total genial. LKW-Fahrer, keine Ahnung. Ja.
Bauarbeiter auf dem Gerüst zur Mittagspause. Schön im Sommer mit dem Kumpel ein alkoholfreies Bierchen aufgerissen, Würstel, Nackensteak draufgeschmissen, frisch gegrillt zur Mittagspause. Kannst du machen. Das Ding ist in 20 Minuten mehr als fertig, ne? Ja, locker. Und deswegen guckt euch das mal an. Mir auf der Spurger war mir so ein bisschen langweilig in Sachen Neuheiten, weil alle irgendwie mal neu vormachen, da noch den Brenner anders oder so. Aber das ist halt mal wieder was ganz Neues und was Spannendes. Also da muss ich schon sagen, da hast du schon eine geile Idee gehabt, beziehungsweise du hast ein gutes Bedürfnis gehabt und richtig gehandelt. Einfach mal. Ich hoffe. So. Ja, ich hoffe. Warten wir mal den Sommer ab. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin guter Dinge und ist alles gut. Vielen Dank für die, die ihn schon gekauft haben. Ich bin mega happy. Ey, ich kann wirklich. Ach, mein Leben ist gerade gut. Ich bringe ihn auf jeden Fall mit auf ein Meetup. Wir haben ja jetzt ein paar Meetups und dann wird er mal am Start sein, wenn ihr den mal ausprobieren wollt. Du musst auf jeden Fall auch mal auf ein Meetup kommen. Das nächste noch nicht, aber ich weiß auch noch nicht, ob die Folge dann schon online ist. Deswegen überschneidet sich das sowieso. Wenn der Nico jetzt so mit seinem neuen Computer, den er sich gerade gekauft hat, die neue Folge schneiden wird. Ratzfatz fertig, du. Ja, dann geht das ganz ratzfatz, da hast du recht. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so leckere Grills, so leckere Steaks auf deinen neuen Grill gegrillt hast für mich. Hab mich sehr gefreut. Und vor allen Dingen unseren Zuhörern jetzt mal alles erzählt hast im Detail. Das ist ja ziemlich geil. Also man sieht zwar oft Neuheiten und so, aber wann hat man denn die Gelegenheit auch mal quasi mit dem Erfinder und Chef der Firma, also auch wenn du noch dein einziger Mitarbeiter bist, ne, dann direkt mal sprechen zu können und wer weiß, in ein paar Jahren sitzen wir dann hier und sagen, wir waren von Anfang an mit dabei und haben sich begleitet. Ja, ist auch genau. Cool. Das wäre schön. Das würde ich mir wünschen. Weil du machst das auch mit Herzblut und das ist Feuerblut und Herzblut, euer Podcast. Also das passt alles so gut zusammen gerade. Scotty ist im Moment mein Leben. Ja. Brav meine Frau. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Zeit natürlich gesprengt. 20 Minuten haben wir uns vorgenommen. Wann klappt das denn? Wir haben uns so nett unterhalten hier. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, stellt uns die oder auf Instagram. Instagram, Facebook oder christian@fanska.eu. Geht auf meine Website. Ach, wenn ihr wollt, dann findet ihr mich auf jeden Fall sofort. Ja. Ruft an, schreibt Mails. Ich freue mich riesig und Wir freuen uns auch gerne auf Feedback. Wie hat es euch gefallen? Ne? Ja, was sagt ihr zu dem Grill? Wir sind gespannt, was eure Meinung ist. Ja. Vielleicht sehe ich das auch, bin ich total verblendet und alle sagen. Vielleicht haben wir aber nur noch Scotty vor der Nase und sehen gar nichts mehr. Aber ich glaube, ihr werdet auch begeistert sein, ja. Schön. Sehr schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet demnächst wieder ein. Da gibt es die nächsten Messneuheiten der Spurger, die jetzt auch schon 2-3 Monate her ist, aber es kommen dafür immer noch gerade regelmäßig Folgen raus. Ja. Bleib dran. Danke Martin. Ich danke dir. Sehr geil. Vielen Dank. Ciao. Ciao.